1. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem eigenen Bett. Staxel. Staxel. Das Staxel hier. So. Gucken wir nochmal, was wir in unseren Regalen so hier haben. Das können wir alles einbauen. Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viele Folgen geben. Nee, das kann weg. Das kommt noch rein, das kommt noch rein, so. Es wird so jetzt hart aufs Ende zugehen, würde ich sagen. Sehr hart. Ich kann mein Klimbim hier nirgendwo anhängen, also muss ich da was abmachen. Was ist los, Rexy? Warte mal, wo ist... Ah, da. Kein Ziffer. So. Und den Kalender, den packen wir mal hier hin. So. Oh, verfolgt mich doch nicht, ihr beiden. Die Sachen schon mal fertig. So, was haben wir noch? Oh, ich habe die 1 Million geknappt. Nice. Yay. Also auf. Ich bin jetzt Millionärin. Yippie. So. Hey Maxi. Da ist unser Kätzchen. Da ist unser einer Fuchs. Könnt ihr da mal weggehen? Marie. Oh Leute, dein Ernst jetzt hier? So, welche Sachen halt. So. Das ist nett. Also müssen wir wieder ein bisschen verkaufen. Okay. Mein Tomti und sowas sollten eigentlich auch noch ja noch nicht hier sein. Dafür müssten wir erst mit Live befreundet sein. Mann. 30.000 Mal denselben Schmetterling hier verkauft. Super. Richtiges verkauft, ja. Oh. Viele Ideen, aber ich muss mich für eine entscheiden. Bahnbrechend sein. Entscheide dich doch. Entscheide dich. Hallo Jetta, ich bin ja schon seit einiger Zeit in diesem Dorf, aber ich habe nur wenige wissenschaftliche Fortschritte beobachten können. Wahrscheinlich liegt das an einer unzureichenden Einrichtung für Forschung und Entwicklung. Nach hilfreicher reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen und ein Missstand zu beheben. Du wirst mir doch helfen, oder, Jutta? Natürlich. Großartig. Ich hatte auch nichts anderes von dir erwartet. Also der erste Schritt wäre dann... Aber wo ist... Richtig. Du brauchst wohl eine Genehmigung, um mein Labor einrichten zu können. Wo ist das Haus von Brissi? Schließlich wollen wir ohne die entsprechende Genehmigung keine gefährlichen Experimente durchführen. Max äußert sich vor Wut. Max gehst und du überzeugst, dass wir mein Zuhause in ein Labor umwandeln dürfen. Maxi? Max? Oh nein. Maxi! Guck nicht wieder gegen die Wand. Warum kann ich dir heute helfen? Geht es um dieses Labor? Ich muss gestehen, dass ich bei der ganzen Sache so ein Zweifel habe. Die Wissenschaftslabor hier unter Cecils Leitung, damit scheint es Katastrophen schon vorprogrammiert zu sein. Aber wenn du die ganze Zeit ein Auge behältst, dann habe ich die Chance, das zu überleben. Und wir könnten sicherlich das Geld gut gebrauchen, das ihre Erfindung liefern würde. Wissenschaftsgenehmigung. Yay. Daher kann ich wohl erlauben, aber nur unter der Bedingung, dass sie klein ist und der Bau der Sicherheitsanforderungen entspricht wahrscheinlich. Ich verlasse mich darauf, dass du dich darum kümmerst. Du bist meine Augen persönlich davon verantwortlich. Oh. Cecil! Wo ist die denn jetzt schon wieder hingelaufen? Cecil, wir müssen ein Labor bauen. Cecil, da ist er. Falscher Knopf. Cecil! Du hast eine Genehmigung? Hervorragend! Ja, lass uns ein Labor bauen. Ich habe schon damit begonnen, alle Maschinen aufzulisten, die ich für meine Experimente brauche.
Ja. Zeig. Wie kann man einen hellbraunen Fuchs nennen? Keine Ahnung. Bau zu beginnen. Ich habe lange nachgedacht und finde, dass mein Zuhause erweitert sollte, eine Maschine aufstellst zu können. Lass der Hersteller werden und mein Zuhause auch. Und. Nee, ich baue dir das einfach mitten in dein Haus rein. Dein Haus besteht sowieso nur aus Kisten. Und du hast zwei Küchen. Warum auch immer. Und haufenweise Schränke. So. Ein ziemlich großes Badezimmer. Meine Haustiere haben alle Namen. Sie brauchen noch einen Napf. Können wir das alles auf den Dachboden schmeißen, ihre ganzen Tische? Und Pakete? Napf. Napf. Oder wollen wir in den Keller bauen? Bin gerade etwas überfordert. Jetzt Futter. Ich weiß nicht. So. Wir müssen ja erstmal Genehmigung haben, dass wir hier umbauen können. Oder wir machen das oben aufs Dach. Da ist ja so eine kleine Dachterrasse. Ich weiß zwar nicht, ob das reicht. Oder hier könnten wir eigentlich erweitern. So. Warte. So. Dann haben wir da eben halt nur eine Treppenstufe. Oh, es spackt schon wieder rum hier. Du spackst rum. Nee, ich spack nicht rum. So eine Spielspackung. Gar nicht. Ich kann nichts machen. Das brauchen wir. Ich kann nichts machen. Jetzt. So. Ich könnte die hier auch gleich noch weg. Die hier gleich mal wegmachen. So. So. Dann machen wir die hier. Ich hoffe, wir brauchen doch hier nicht so viel Platz. Futter. Warte, den hier weg, den da unten weg. Futter. 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 Ah, okay, das geht. Futter. Futter. Gut. Futter, alles Futter, 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 Futter. So. Achso. Mehr haben wir nicht, ne? Nö. Gut. So, dann brauchen wir hier oben noch den
So. So. Zack. Verdammt, Bruder, gefallen. Ah ne, da ist einer, ne? Da. Da hoch. Die Tiere sind gefüttert. Und jetzt muss ich... Zack. Alles reinholen, was reinholen muss. So. Dann können wir hier noch mal einen weißen Stein hin machen. Dann machen wir vielleicht noch eine lila Tür oder sowas. Super. Zack. So. So. Aber es muss ja ähnlich so wie ihr es sein, ne? Nur kleine Fenster. Relativ weit auseinander, kleine Fenster. Okay. So, die packen wir unten, die Samen packen wir unten hin. Ach ja, wir müssen ja von innen. Ja. Machen wir doch anders. Hier kommen jetzt unsere Samen rein. Das ist sehr. Oh, sehr ekelig an. Das hört sich sehr ekelig an. Dass die Samen da reinkommen. Also ich habe keine Ahnung, was ihr da immer für was sie immer im Kopf hat. Nix. Das ist ja die Stimme. Das ist so eine Stimme, die sagt mir immer, ich soll jemanden umbringen. Ach, so schlimm ist es denn doch, Alter. Ich? Meine tut's. Schön für dich. So, Grundgerüst steht. Nice. Hüpfen hier. So. Tja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir das hier am besten bauen könnten. Aber eben. Oder hier die Schrägen da. Vielleicht. So, hier kommen die Sachen, die wir alle zum Bauen brauchen oder sonstiges benötigen. Ja, die halben Penisse. Was? Steine. Was auch immer da. Ach, magisches Licht. Das brauchen wir hier nicht drin. So. Mit dem magischen Licht dann mal raus hier. Ja, ich weiß bloß nicht, wie man das hier weiter baut. Oder ob man das einfach jetzt schräg hinbaut. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir noch einmal. Dann könnten wir das hier alles wegbauen. Werkzeuge, so. Das kommt. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Die können wir auch wegpacken, so. Das kommt weg. Ich bin gerade etwas überfragt. Die Schwimmel können auch weg. Schneebälle können weg. Braucht kein Mensch. Nö. Brauchen wir nicht. Und der Milchmannhut kann auch weg. Das Bücherregal kann weg. So. Das beides noch in die Dingsen. So. Keine Ahnung, ob das gleich aussieht. So. Hä? Kann ich denn? Okay. Danke. Ne, das Futter brauchen wir hier noch nicht.
Dann brauchen wir den hier als Ecke. Ach nee. So, da kommt die Dings hin. Dann müssen wir einen weiter nach vorne. So. Den hier weg. So. Ach doch, hätten wir doch stehen lassen können. Ja, egal. Jetzt ist zu spät. Da haben wir eine Kiste. Nein, schon wieder runtergefallen. Und in diese Kiste packen wir ganz logisch das Futter ein. So. Futter, das Futter und das Futter. So. Das. So. Zack, 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 zack. Und dann hier rein. So. Ja. Unten im Keller wird jetzt aufgeräumt. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ne? Ach, das ist alles fürs Dingsen gewesen, ne? Hä? Hat er den jetzt da gemacht? Ja. Ach, den Keller lasse ich einfach so. So, der hier muss weg. Da muss eine Schräge dran. So, das Wichtigste überhaupt ist fertig. So, einmal durchziehen hier. Ist das wieder Horror? Wo sind denn die anderen? Wo sind meine ganzen Fuchsis? Wo sind sie hin? Sind sie alle drin? Keine Ahnung. Da ist Briska. Briska schläft. So. Aufhüpfen. So. Die werden bestimmt irgendwo mal sein. Irgendwo werden sie garantiert sein. Bestimmt. Fest von überzeugt. So. Schweine, Schweine. So, dazu machen. Die sollen irgendwo drinne sein, glaube ich, oder? Sind die drinne? Ne, die sind hier hinten. So, ein Dach hätten wir schon mal fertig. So. So, jetzt müssen wir den hier einmal abbauen, den hier einmal abbauen. Wunderbar. Dann brauchen wir noch mal einen neuen Stein, bitte. Was für ein Stein, ist auch wurscht. Hauptsache, wir haben erstmal irgendwas hier. Was können wir auch noch ein bisschen was oben auf dem Dachboden packen? Ja. So. So, alle Tiere schlafen. Hm? Jetzt können wir noch mal nachgucken. Ich kann wundervoll bauen. Ob das sich jetzt hier irgendwie gelöst hat? Nein, immer noch nicht. Okay. Sollte sich denn lösen? Wo ist sie denn? Da. Wir brauchen eindeutig mehr dich, die Donner. Mist, hast du jetzt mit deinem Vater gesprochen? Ah, Vater getroffen. Super. Aktualisiert. Super. Ist jetzt keine Aufgaben mehr zu lösen. So. Das hier weg, 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 das hier weg.
mein Löscher. So. Da hinten das Bett auch. Nein, das aber da jetzt auch irgendwie gucken, was man für das Labor braucht. Ein zu wenig, ein Bürostuhl fehlt. Oh nein. Ein das sind so viele unterschiedliche Wohnungen. Büro. So. Ja, kriegst da noch einen Bürostuhl hin. So. Das hast du. Müsstest du wieder alles voll haben, richtig? Das ist wieder voll und das ist wieder voll. Alles klar. So, was willst du da jetzt reinhaben? Was war das jetzt nochmal? Tagebuch. Süße Träume. Ach so. Das ist immer noch nicht fertig? Hm? Mein Zuhause. Zuhause umwandeln. Ein paar Maschinen, ja. Warte mal, fehlt da noch irgendwas bei ihrer Passaterie? Fehlt da noch irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Nein, da will ich hin. Wieso ist alles da? Achso, zwei Fragezeichen. Fehlt da noch. Juan. Hast du irgendwelche Gerüchte gehört? Angeblich hat Amicia ein paar Schwierigkeiten. Alles klar. Also, wir müssen das auch hinlegen. Ja, ich spreche nochmal eben mit Alicia, bevor sie in ihr Haus reingeht. Kannst du da herren? Gar kein Problem. Mal sie. So, ich liege. So, wo muss ich den pinken Brief jetzt hinbringen? Legst du erstmal im Bett und morgen früh bringst du den Brief weg. Er ist doch hier gleich in der Nähe. Allerdings. Briefkasten. So. Und dann gehen wir jetzt ins Bett. Hui. Große Wissenschaft. 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 Gut. Leute, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.